Willkommen zurück zu Super Meat Boy und ich möchte jetzt nochmal eben schnell diese Level auf schnell machen. So, 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 scheiße. Wunderbar. First try for the sucks. Gibt es diesen Ausdruck? Bestimmt nicht, aber ich hab's trotzdem jetzt gesagt. Second try klappt natürlich auch nicht. Mein Gott, ich wollte es doch jetzt nur mal eben zeigen, wie toll ich doch bin. Ja, ja, das wollte ich. Great A Plus, next level. So, ah, zu langsam. So, 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 so. Ja, zu langsam. So, 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 so. Hallo, mach doch nochmal den Wandsprung da. Oder spring direkt hoch genug, dass ich an der anderen Wand, genau, das reicht mir auch völlig. Aber dann würde ich auch gerne noch überleben. So. Oh nein! Ich bin wieder unkonzentriert. Ich konzentriere mich jetzt mehr. So. Wunderbar. Das könnte aber trotzdem noch zeitlich hinhauen. Ich weiß die Zeit nicht, jetzt war eh zu spät, glaube ich. So, so, darüber, darüber, darüber und nein, ah, da fehlt doch bestimmt nur eine halbe Sekunde oder so. 8:30, okay, es klingt, als hätte ich wäre deutlich zu langsam gewesen, ja doch. Okay, dann ist die A-Plus-Zeit doch etwas fies. So, so. So müsste das dann besser aussehen. Aber ich komme nicht direkt weiter, Mann. So, 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 so. Mann! Dieser kleine Stopp da an der Ecke, der irritiert mich etwas. Bin ich ehrlich. Oh ja, jetzt springt's so hoch. Das ist wieder sowas, es nervt mich einfach, weil es anders ist. Habe ich auch schon was zu gesagt. So, und hepp weiter, hepp, hepp. Ach Gott. Und es waren schon wieder 8 Sekunden. What the fuck war das denn? Was ist diese Zeit in diesem Level? Ich weiß, dass ich es geschafft habe. Also kann es ja gar nicht so schwer sein. Hm. So, hallo. Mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin zu langsam an der Stelle. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, spring doch nochmal, Meat Boy. Also, echt die Feinmechanik vom Controller hätten sie in dem Spiel noch etwas verbessern können. Und das war scheiße knapp. Das habe ich gesehen, dass das scheiße knapp und war. Und ich habe den Timer noch nicht gestartet. Wartet mal, jetzt habe ich auch nur... So, jetzt muss ich auf 9 Minuten den Timer noch. Und jetzt muss ich auch nochmal natürlich das Level schnell machen. So. Da war Joseph natürlich die falsche Wahl, das Level schnell abzuschließen. Auch wenn er da oben abkürzen kann, ist er einfach lahm. Und warum ich das jetzt so souverän recht gut schaffe, weiß ich nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich so geil bin. Nein, natürlich nicht. So viel Selbstlob brauche ich dann auch nicht. Und dieses Level ist schon langsam eins der Exemplare etwas schwierig. Oder etwas schwieriger. Es waren ja schon schwierige Level zu sehen bis jetzt. So. Jetzt muss ich... Genau, da war noch ein Pflaster, aber... Ach ja, das kriege ich mit Joseph nur. Aber ich mache jetzt erstmal die A-Plus-Zeit, habe ich gerade beschlossen. Ah, zu langsam. So. So, wunderbar. So. So, und schön, A-Plus. So, dieses Pflaster kriege ich definitiv nur mit einem Double Jumper und der einzige, den ich im Moment habe, ist nun mal Joseph. Deswegen
Nehme ich den doch glatt. Ja. So. So. Na, ja, toll. Wunderbar, wenn ich den Double Jump gegen die Decke haue. Das zeugt auch von Können. So. Ach Gottchen. Mensch. So, so, so. Und warum versuche ich überhaupt schnell hier hochzukommen? Ist doch unwichtig. So. Ach, Mann. Das ist doch nicht schwer jetzt. So, so. Hier rüber. Da lang. Und runterfallen. Und failen. Ich treffe verdammt nochmal das Pflaster nicht. Und wenn ich es treffe, dann verhaue ich den Double Jump. Was ist das hier zur Hölle? Ja. So. Wieder Konzentration einlegen. So langsam kann ich das, denke ich, Rage und Concentration auseinanderhalten. Aber so richtig ist sie nicht da, die Konzentration. Bin ich ehrlich. Oh Mann. So. Ach Gott. So. So. Und hepp und hepp und hepp. Was sollte das denn, Sven? Willst du jetzt sterben oder was? Ist nicht die Intention des Spiels. So, und Double Jump, dankeschön. Es war jetzt echt eine schwere Geburt. So. Und, was? Ach ja, genau, man kriegt... Ach, warum habe ich jetzt Replay gemacht? Das weiß niemand. Aber man kriegt Great A+, immer wenn man es schon geschafft hat. Ich hatte mich gerade nur gewundert. Meat Boy nehme ich immer noch. Ah ja, dieses hübsche Level. Da gibt es wieder eine Warp Zone. Wie kriegt man die nochmal? Ich habe es tatsächlich gerade vergessen. Aber war da nicht? Genau, da war ein Schlüssel. Hatte ich es mir doch richtig gemerkt. So. So. Warp Zone! So. SMB, Super Meat Boy, aber auch Anspielung auf Super Mario Bros. Warum auch nicht? Ach ja, nein, die Space Warp Zone. Die ist hässlich. Die ist ziemlich hässlich. Ah, vor allem diese Konturen um die Blöcke herum sind verwirrend. So, dieses Pflaster kriegt man nur, indem man einen Wandsprung von dem kleinen Block da macht. Das ist schon das Fiese an der Sache. Warp Zone! Aber ich werde jetzt diese Warp Zone erstmal versuchen. SMB Scatter! Yeah. Ja, komm. So. Ah, weißt du... Das ist auch schon schwierig, auf diesem Block zu landen. Echt mal. So. Was? Hä? Das hat doch sonst immer geklappt. Hä? Ich weiß, dass das so klappt. Es klappt nicht anders. Mann! Boah, bin ich blöd. Ja gut, spontane Entscheidung. Ich hänge die Warp Zone auch hinten dran erstmal. Ja, ich weiß, ich mache ein wenig zu viel des Guten, wenn es um Aufschieben geht, aber im Moment irgendwie... Ich bin echt auf Fortschritt aus. Ich möchte mich noch nicht irgendwo aufhängen. Ah, dieses Level schön. Da gibt's auch nochmal eine hübsche Version von. Das war ja jetzt relativ einfach. Aber da gibt's in Dark World eine ziemlich hübsche Version von. So, ach ja, da haben wir direkt die nächste Warp Zone, die auch nur mit Joseph funktioniert.
So. So, plöpp. Und hepp. Und... Nee, nicht ganz. So, hier... Hallo, springst du nochmal? So, hier rauf. Da einmal abbremsen und wieder Schwung kriegen und Doppelsprung. So, hier runterfallen und Warp Zone. Ich hatte sie zwar noch nicht berührt, aber scheiß drauf. 2 Minuten noch. Was war das denn für eine Warp Zone? Auf jeden Fall wieder eine schwarz-weiße. Wer hätte es gedacht? Ach, diese Warp Zone. Die ist auch sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Das ist so eine typische Warp Zone, wo das letzte Level einfach mal sackt. Wenn ich jetzt nicht schaffe, werde ich die, glaube ich, direkt hinten anhängen. Ja, okay. Ich werde sie hinten anhängen. Weil ich es kann. Warp Zone unlocked. So, das Level schaffe ich jetzt auf jeden Fall noch. Hoffe ich mal. Ja, das ist nicht schwer. So. So, ich denke, das Prinzip sollte verstanden sein. Ist ja jetzt nicht so komplex. Wobei, mir fällt gerade auf, Joseph ist doch eigentlich für so ziemlich einen Großteil der Fließband-Level ziemlich gut geeignet. Das liegt daran, dass er halt diesen Doppelsprung kann und man deswegen zum Beispiel so eine große Schlucht überspringen kann. Boomtown. Ah ja, da kann man Joseph auch ganz gut gebrauchen. Obwohl das auch mit Meat Boy wunderbar klappt. Sogar halt dynamischer, weil Meat Boy eine tollere Steuerung hat. So. So. Läuft doch. Great A Plus war irgendwie zu erwarten. Shootzi. Das war doch auch kein besonders schweres Level, genau. Wow. Ich hab jetzt doch im Endeffekt noch ganz schön was geschafft, diese Folge. Also auf jeden Fall mehr als die Folgen davor und im Moment bin ich wieder unkonzentriert. Merke ich gerade. Vor allen Dingen an so einer Aktion. So und... Boah. Ich wollte mich eigentlich noch runterrutschen lassen, aber da fällt da direkt da rein. Ist ja lame. So, Schlüssel geholt und zurück. Und jetzt kann man den Turm relativ leicht austricksen. So. Great A Plus. Ich gucke mir noch eben das nächste Level an. Wie sieht das aus? Ah, das ist auch nicht schwierig. Definitiv nicht schwierig. So. Das Pflaster ist ein wenig komplexer, aber naja. Ah gut, durch das Pflaster habe ich jetzt keine A Plus gekriegt. Das hole ich jetzt noch nach. Was war das denn? Brechen die nicht schnell genug rein? Ich glaube es ja kaum. So, und A+, wunderbar. Okay, back to map. Und damit war das mal wieder eine etwas erfolgreichere Dingensfolge, auch wenn ich 2 Warp Zones übersprungen habe, egal. So langsam komme ich in die Level halt, wo es etwas schwieriger wird. Das ist so, gebe ich zu. Und egal. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Mir auf jeden Fall. Also, ciao.